Hallo, ich bin Gesche Sanden von geschesanden.com und heute möchte ich dir drei Buchtipps geben, jeweils aus drei verschiedenen Kategorien. Ein Buch über Aquarell und Aquarelltechnik, ein Buch über Skizzenbuchpraxis und ein Buch tatsächlich über botanische Malerei. Und was mir wichtig ist bei den Büchern, die ich empfehle, ist, dass die nicht nur schön sind und inspirierend, sondern dass die tatsächlich auch einen ganz praktisch weiterhelfen. Der Grat ist ja manchmal sehr schmal zwischen Inspiration und Depression, zwischen inspiriert sein und blockiert sein, dann selber was zu machen. Und diese Bücher, die ich empfehle, bringen dich wirklich weiter und unterstützen dich irgendwie auch mental vom Mindset her, damit du dann losmalen und weitermalen kannst. Mein erstes Buch ist mein allerliebstes Buch über Aquarelltechnik. Dieses hier, Aquarellinspiration von Schmimo. Sind wirklich die verschiedensten Projekte, immer auf so Malplakaten. Ich möchte auch gerne einen Workshop mal von ihr besuchen. Das hat leider terminlich nie so richtig geklappt. Aber dieses Buch ist wirklich der Hammer. Und ich finde gerade diese Übungen mit verschiedenen Zeichnungen und Techniken total hilfreich und weiß aussparen. Und du siehst, es sind diese klassischen Aquarelltechniken, die wir alle schon tausendmal gehört haben, über Lasur und Lavur und so weiter. Aber sie sind einmal anders aufgearbeitet. Und du bist aufgefordert, selber so Malplakate, wie sie das nennt, zu malen. Hier sind hinten auch ein paar Beispiele, um die verschiedenen Techniken dann auszuprobieren. Sie macht es nicht zu kompliziert mit der Aquarelltechnik. Sie zeigt an vielen verschiedenen Projekten ihre Herangehensweise und auch wenn ich von meiner Technik her ein bisschen anders arbeite, ich zeichne ja zum Beispiel für meine botanischen Aquarelle sehr detailliert vor, konnte ich viel mitnehmen aus diesem Buch und fühlte mich auch so ein bisschen bestätigt in ihrer Art, wie einfach sie Aquarell aufbaut und wie sehr sie die Essenz von Aquarell zurückbringt. Manchmal, wenn man in botanischer Aquarellen arbeitet, wird man ja sehr, sehr streng und sehr, sehr überarbeitet, nennt man das auch in Aquarell, dass man einfach super konzentriert und nicht so locker arbeitet. Und dieses Buch und die Projekte, die dort sind, helfen einem wirklich, so ein bisschen die Luftigkeit zurückzugewinnen im Aquarell und vielleicht auch einen Mittelweg zu gehen zwischen den strikten botanischen Aquarellen und halt luftig, fluffigen Aquarellen. Ich liebe es wirklich. Es ist wunderschön anzuschauen und trotzdem hilft es dir rein praktisch weiter und du kannst sofort loslegen, was damit anfangen und Freude haben am Malen. Die zweite Empfehlung ist von Cassie Johnson und zwar dieses Buch, Artist Journal Workshop. Cassie Johnson hat auch andere Bücher rausgebracht, unter anderem dieses hier zum Beispiel, Artist Sketchbook. Du siehst also, die Bücher sind beide auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ihre Bücher auch mal auf Deutsch rausgekommen sind. Ich habe halt die englischen Versionen. Und wenn du Cassie Johnson noch nicht kennst, dann google sie mal, wenn du meine Skizzenbücher nämlich magst, dann wirst du ihre Skizzenbücher lieben, da bin ich mir ganz sicher. Und was mir hier an ihrem Artist Journal Workshop gefällt, ist halt auch ihre Einstellung, die sich schon im Namen widerspiegelt, dass es halt Artists, also possessiv ist, ein Journal eine von Künstlern und nicht Art Journal, Kunst Journal, Kunst Tagebuch, Kunst Skizzbuch, wie auch immer, ist, dass es halt mehr um den Prozess geht, um das Erforschen, um tatsächlich sein Leben in Skizzenbuchform niederzuschreiben. Und wir können hier auch gleich mal durchblättern und ich finde es wirklich ganz hilfreich, einerseits aber gerade auch die Texte zu Routinen und dranbleiben und die verschiedenen Blockaden, die man hat, sind wirklich hilfreich. Und wirklich, sie hat auch Skizzenbücher von anderen Leuten mit anderen Techniken, hier zum Beispiel Graphit und Aquarell. Und spricht halt über Collagen und den Seitenaufbau und so weiter. Tägliche Skizzenbuchpraxis, Reisejournal. Also es ist wirklich ein total schönes Buch und ihre Art, Naturskizzenbücher hier, ihre Art ist wirklich sehr motivierend. Und auch wenn das hier hübsche Dinge sind, auf den Prozess konzentriert. Und auch sie hat ganz praktische so Beispielseiten, wie sie zum Beispiel die Regenrinne, die sie da gesehen hat und schön fand, umgesetzt hat in eine Skizzenbuchseite.
Ich selber habe früher immer zum Beispiel gesagt, ein Skizzenbuch ist ein Arbeitsbuch. Es muss nicht alles perfekt sein. Es ist halt mehr so wie ein Workbook oder ein Cahier d'Exercice. Es ist halt zum Üben da und zum Machen für den Prozess und nicht für das hübsche Endergebnis. Habe dann festgestellt, dass das nicht richtig gut funktioniert, weil ganz viele meiner Leserinnen nämlich auch in ihrem Cahier d'Exercice und Workbook in der Schule keine Fehler haben wollten. Aber wie Cassie Johnson das beschreibt, finde ich ganz toll mit dem Artist's Journal. Das Journal, das Skizzenbuch eines Künstlers, einer Künstlerin und nicht ein Art Journal gestalten. Das finde ich ganz toll als Metapher und ihre Bücher sind wirklich ganz schön, wenn man sich mit Skizzenbuchpraxis auseinandersetzt und verschiedene Dinge auch ausprobieren möchte, ob es nun Urban Sketching ist oder Nature Journaling, das sind ja meistens diese amerikanischen Begriffe. Da schreibt sie immer was zu und ist enorm hilfreich und motivierend. Die Bücher, die auch gut sind zu Skizzenbücher und die es auf Deutsch gibt, sind die von Jens Hübner. Ich habe leider keins da und in der Stadtbibliothek waren die alle ausgeliehen, was kein Wunder ist, weil es sind sehr gute Bücher. Gerade das Reiseskizzen-Aquarellbuch ist super toll. Es ist natürlich ganz klassisch mit welches Material braucht er und Beispiele und so, aber ich finde es wirklich, die Art, wie er schreibt, wirklich ermunternd und hilfreich, dann loszulegen, auch mit wenig Material. Ich fand dieses Buch wirklich total toll und die anderen Bücher hatte ich auch alle schon mal in der Hand und hatte da nie was dran auszusetzen. Also wenn du was Deutsches über Skizzenbuchpraxis möchtest, dann die von Jens Hübner kann ich auch empfehlen. Und jetzt kommen wir zum dritten Buch, das Buch tatsächlich über botanische Malerei. Wenn man mal guckt in einschlägigen Online-Büchershops, gibt es eine Menge Bücher zu botanischer Malerei, zu botanischen Aquarellen, zu botanischen Skizzen und so weiter und so fort. Und das, was ich empfehlen würde, wäre dieses hier, The Art of Botanical Painting, ist der Collins Verlag und ich mag dieses Buch, weil es tatsächlich ein bisschen praktische Hilfe liefert, wenn es sowas geht wie ums Farbenmischen oder so. Gar nicht ganz so mein Stil. Wirklich im Vergleich dazu bin ich eher unordentlich, aber ich konnte aus diesem Buch viel mitnehmen. Einmal, weil es sehr schön und vor allen Dingen auch korrekt über Pflanzenaufbau spricht und über Pflanzenformen, Blattformen und so weiter, Zeichentechniken beschreibt. Graphit, das überblätter ich mal. Colored Pencil überblätter ich auch mal. Zum Aquarell, über die Aquarelltechniken. Und wie gesagt, was ich interessant finde, ist, wenn, dass sie hier verschiedene Grünmixe zum Beispiel vorstellt. Hier bei den Blättern jeweils dazu schreibt, hier im Text, welche Farben genommen wurden. Moment. Und hier ist so eine Flower Library. Das ist wirklich ganz interessant zu sehen, bei solcher Blütenfarben zum Beispiel, wie die das gemischt haben. Und dafür gibt es halt verschiedene Beispiele in verschiedenen Tönen. Das finde ich gerade für so fortgeschrittene Anfängerinnen ganz gut, um mal zu sehen, wie andere Leute an diese Farben zum Beispiel kommen, wo man am Anfang vielleicht einfach vorsteht und nicht weiß, wie man weitermachen soll, wie man anfangen soll. All diese Bücher von botanischer Malerei sind nichts, wenn du nicht entweder einen begleitenden Kurs hast in irgendeiner Form, der dich anleitet, mit Aquarell anzufangen und mit botanischen Aquarellen, oder wenn du nicht sowieso schon am Malen bist. Als totaler Anfänger überfordert dich dieses Buch und es ist eher demotivierend. Du guckst dir das an und sagst, oh ja, total schön, das möchte ich auch können. Aber dann sitzt du da und bist auch nicht schlauer am Ende. Und darum, für Anfänger ist es nicht geeignet, aber wenn du nicht Anfänger bist oder Anfängerin, dann finde ich dieses Buch super. Es hat tolle Kapitel über Komposition, es hat ein paar Schritt-für-Schritt-Fotos, wo du dir doch mal anschauen kannst, wie Profis zum Beispiel ihre Bilder aufbauen. Also, wie gesagt, hier was über Study Pages. The Art of Botanical Painting. Mich würde jetzt interessieren, was sind deine Lieblingsbücher im Bereich Naturskizzenbuch, Skizzenbuch und botanische Aquarelle? Ich freue mich immer, Neues zu entdecken und wenn dir das Video gefällt, gib mir ein Like und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen im Social-Media-Kanal deiner Wahl. Bis zum nächsten Mal, mal was Schönes. Tschüss!